Laie da draußen. Besonders auf YouTube tummeln sich ganz viele Fangirls. So starten die meisten ihrer Videos. Die Jungs vom YouTube-Kanal Grishi Studios begrüßen ihre Fans im Internet. Knapp 60.000 Jugendliche folgen Leon und Fabian, genannt Grishi, auf der Plattform. Davon sind im Schnitt immer so 20.000 bis 25.000 Leute, die dann das Video anklicken. Es gibt dann Ausreißer, die gehen dann auf die 30.000, 40.000 Videos zu. Und wenn es kleine Infovideos sind, dann sind es nur so 15.000 Aufrufe. Eine starke Anhängerschaft, die wächst und wächst. Dabei gehören Fabian, Leo und Kriegers, der auch oft in den Videos zu sehen ist, zur jüngeren YouTube-Generation. Neben der Schule produziert das Team jede Woche ihre Filme. Wir laden jeden Dienstag und Sonntag ein Video hoch. Dienstags immer ein Hauptvideo. Das sind so in den Themenbereichen Sketch, Kurzfilm, aber auch so Challenges oder einfach nur irgendwelche Unterhaltungsvlogs, die wir da drehen. 79 Videos gibt es momentan schon. Die meisten sind zwischen 2 und 5 Minuten lang. Da muss man aufpassen, dass die Ideen nicht ausgehen. Doch Inspiration ist noch da. Also das ist meist verschieden. Bei mir kommen die wirklich, hört sich jetzt wirklich so komisch an, aber meist so unter der Dusche oder in der Schule. Ich weiß gar nicht, ich habe einen langen Weg nach Hause zu gehen und da kommen die Ideen oder ganz spontan, man denkt, hey, oder man sieht ein Video und denkt, hey, das ist cool, sowas will ich auch machen. Und dann denke ich halt drüber nach, spreche mich mit ihm darüber ab und er sagt dann vielleicht auch, ja, ich hatte eine andere Idee und dann sagen wir halt, ja, okay, deine Idee ist besser oder meine Idee ist besser. Wenn die Idee dann steht, kann der Dreh beginnen. Meistens passiert das freitags nach der Schule bei Grishi zu Hause. Also meistens sieht es so aus, wir treffen uns hier und sind erstmal 1-2 Stunden unproduktiv. Und dann drehen wir los, dann gibt es manchmal noch so Pausen oder so, dann sagen wir, ja komm, wir haben jetzt alle Hunger, dann gehen wir vielleicht mal was essen oder so. Aber meistens geht das dann am Ende relativ gut durch und dann kriegen wir das Video hin. Für das heutige Video ist alles zu Hause vorhanden. Schnell werden die ersten Szenen aufgenommen. Schnell ist klar, die YouTuber wissen, was sie wollen und kennen ihre Technik. Die kaufen sie sich Stück für Stück selbst. Aber manchmal hilft auch ein kleiner Trick. Wir machen oft auch Szenen, wo dann so eine Kamerafahrt kommt und viele Leute denken wirklich, wir hätten dann so einen Dolly. Dann nehmen wir einfach ein Stativ, setzen das auf ein Skateboard und schieben das los. Am Ende des Tages sind alle Aufnahmen im Kasten. Grishi ist für den Schnitt zuständig und dann landet das Video pünktlich auf dem Kanal. Anschauen lohnt sich. Wenn ihr da draußen also noch mehr von uns dreien, von unseren Fratzen sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal unseren YouTube-Kanal Grishi Studios abonnieren. Einfach bei YouTube eingeben Grishi Studios und könnt gerne ein Abo dalassen. Könnt euch einfach mal die Videos angucken. Schaut also mal vorbei. Es schadet nicht. Erwartet nicht zu viel. Und werdet nicht blöd von unseren Videos. Hoffentlich nicht.